Herzlich willkommen in meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man anstatt so einer Armatur, eine Armatur mit Sensor, also auf Touch, montieren kann. Diese Armatur hat eine Auszugsbrause, die neue ebenfalls. Bei einer klassischen Armatur, auch mit Auszugsbrause, muss man ja immer Wasser auf- bzw. zumachen. Wenn man jetzt aber irgendwas in der Küche macht, hat die Hände vielleicht mit Teig oder sonstigem oder hat Gemüse geschnitten, muss man natürlich jedes Mal hier aufmachen. Bei der neuen Armatur muss man eigentlich das Wasser, bevor man anfängt irgendwas zu machen, einfach, beziehungsweise den Hebel, nicht das Wasser, aufmachen. Das Wasser läuft aber immer noch nicht. Erst wenn man sich nähert dem Hahnen, wird das Wasser aufgemacht beziehungsweise wieder zugemacht durch ein leichtes Berühren. Das zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt die alte Armatur demontiert. Wie man sieht, sie hatte keinen flexiblen Schlauch. Bei den neuen sind die Schläuche flexibel, also verspricht es eine einfachere Montage. Hier ist das Loch, die Größe ist eigentlich immer gleich und unten braucht man als Voraussetzung 2x3/8 Zoll Anschlüsse. Das haben aber auch die meisten Küchen. Bei der neuen Armatur ist sogar ein weißer Handschuh für die Montage mit dabei. Ich weiß nicht, ob man den braucht, aber schlecht ist es nicht. Das ist jetzt die neue Armatur. Natürlich wieder mit einer Auszugsbrause und sogar einem Umsteller. Das hatte der alte Hahn nicht. Hier sehen wir, die Anschlüsse sind 2x3/8 Zoll. Da ist sogar Teflonband dabei. Bin ich gespannt, für was das ist. Unten die Stabilisierungsmutter. Die kann man natürlich bei so Blech gut gebrauchen. Wer jetzt Stein hat oder Holz, braucht es nicht. Aber in meinem Fall wird es noch gebraucht. Und da ist noch die ganze Steuerung. Batterien sind, glaube ich, nicht dabei. Das ist dieses Magnetventil, das das Wasser, wenn wir auf diese Berührung, auf Touch gehen, auf und zu macht. Ich packe mal alles aus und dann fangen wir an mit der Montage. Hier habe ich jetzt alle Einzelteile, wie vorhin gesagt, Handschuh, Teflonband, Stabilisierungsmutter, da kommen die Batterien rein, das Gewicht für den Auszugsschlauch, noch eine Schraube zu befestigen, ich sehe nachher in der Bedienungsanleitung für was, und das ist dieses Magnetventil, das also diesen Sensor auslöst. Wie gesagt, Umstellungsbrause, ausziehbar, sollte eigentlich eine gute Sache sein. Übrigens, den Link findet ihr unter dem Video, wie immer. Auf der Bedienungsanleitung ist sehr einfach beschrieben, die Zeichnung mit dem Aufbau und hier auf der anderen Zeichnung, wie das Ganze aussieht am Ende. Und diese kleine Schraube ist eigentlich dazu da, um die Batteriebox zu befestigen. Als erstes können wir die ganze Armatur einsetzen. Hier sieht man diese Verschraubung, die natürlich weg muss. Das ist die Dichtung, die kommt auch unterhalb. Die Teile werden von unten jetzt so montiert. Zuerst die Dichtung, der Metallring und dann die ganze Befestigung. Jetzt, wie gesagt, wenn ihr so ein Blech habt wie bei mir, muss das Teil natürlich auch mit drauf und dann macht man das aber so. Einfach dieses Teil oben drauf, dann wird es so befestigt. Mit diesen zwei Schrauben befestigt man eigentlich das Ganze. Ich setze mal die Armatur rein mit den ganzen Schläuchen. Kabel. So. Die Armatur ist jetzt drin. Das ist die Auszugsbrause. Als nächstes müssen wir von unten alles befestigen. Hier sind jetzt alle Schläuche gut zu sehen. Und jetzt müssen wir natürlich zuerst mit diesem Plastikring durch alles durch.
nachher mit dem Metallring und der Dichtung nach oben gedreht. Und am Ende dieser Ring, der alles befestigt. Da müssen wir natürlich durch alle Schläuche durch. Platz hat es genug, dass alles sauber durchkommt. Nachher mache ich euch ein Foto von unten, wie das Ganze aussieht. Jetzt kann ich diese Verschraubung auf das Gewinde oben auf den Hahnen draufdrehen und dann können wir alles festmachen. Jetzt steht schon mal die ganze Armatur. Ich habe sie nach rechts gedreht. Wer will, kann auch nach links, aber da man nach links dreht und warm Wasser hat, wäre das jetzt so richtig. Als nächstes müssen wir unten das Wasser anschließen und das Gewicht und natürlich dieses Magnetventil. Wie ich vorhin gesagt habe, die Schläuche sind flexibel, also überhaupt kein Problem, die zu anschließen und die sind so lang, dass eigentlich für jede Küche, dass sie passen. Um diese Mutter festzumachen, braucht man einen 19 mm Schlüssel. Und wie ihr bisher gesehen habt, braucht man einen Schraubenzieher und diesen 19er Schlüssel bisher. Wer will, kann hier noch ein wenig dagegen halten, damit sich der obere Schlauch nicht dreht. Jetzt kommt noch das Kaltwasser. Das wären jetzt schon die Wasseranschlüsse. Das hier ist von der Auszugsbrause bzw. von dem gemischten Wasser. Auf diesem Magnetventil hat es auch eine Flussrichtung. Dieser Pfeil zeigt jetzt hier nach unten. Also muss das Wasser, das gemischte Wasser hier rein und dann zu dem Auszugsschlauch. Also muss die Box so auf dieses Kabel drauf. Hier drin hat es eine Dichtung, also braucht man keine zweite Dichtung, es wird nur drauf geschraubt. Hier haben wir jetzt einen 17er Schlüssel und da würde ich jetzt auch dagegen halten mit einer anderen Zange oder einem Schlüssel. Einfach damit wir nicht alles verdrehen. Somit wäre das auch fest. Nachher wird der Schlauch hier unten angeschlossen, das zeige ich euch. Dieses feine Kabel und das Kabel, wo von oben kommt, werden einfach so zusammengesteckt. Das ist nämlich der Sensor, der den Befehl gibt an die Box, das Wasser soll laufen. Jetzt muss noch der Schlauch von der Auszugsbrause angeschlossen werden. Dazu braucht man aber noch dieses kleine Zwischenstück, auch wieder sehr, sehr einfach zu montieren, da hier drin hat es wieder eine Dichtung, also muss das nur so von Hand reingedreht werden. Das ist ein Plastikgewinde, muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Das sollte reichen. Hier gut zu sehen, dieser Ring, der dann am Ende, dieser Schnappeinsatz, den man nachher nur reindrückt. Zuerst muss der Schlauch natürlich rein. Der hat zwei
O-Ring-Dichtungen drin. Und jetzt muss das Ganze nur einschnappen. Schon passiert. Ich habe gedacht, ich muss was reindrücken. Anscheinend nicht. Also ist das Ganze schon fest. Wenn ich ziehe, sieht es schon mal gut aus. So, als nächstes montieren wir noch dieses Gewicht, das den Schlauch nach unten zieht. Für das Gewicht hat der Hersteller sogar eine empfohlene Höhe gemacht und ich mache es jetzt nach der Empfehlung. Dieses Gewicht ist zweiteilig und wird mit zwei Schrauben, eine von jeder Seite, befestigt. Mit einem Kreuzschraubenzieher. Also bis jetzt habe ich den Eindruck, die Armatur ist gut. Also sieht mir auch die Panzerschläuche und alles sieht eigentlich recht qualitativ aus. Ich bin gespannt auf das Resultat, wenn das Ganze mal in Betrieb ist. Jetzt probiere ich mal an der Brause zu ziehen. Jawohl, funktioniert eigentlich alles einwandfrei. Zieht sehr sauber den Schlauch nach unten. Was jetzt noch fehlt, ist dieses Batteriefach mit dem Halter. Den montiere ich, was bei mir sehr praktisch ist, hier hinten. Also einfach mit der Schraube, ich schraube jetzt direkt ins Holz rein. Dazu muss man die Schraube erst reindrehen und dann dieses kleine Kästchen einfach aufhängen. Die Schraube ist drauf, jetzt probiere ich mal. Passt perfekt. Jetzt kann man die Schraube einfach noch festmachen, damit dieser Halter einfach fest ist. So. Jetzt wird hier dieses Batteriefach da einfach so reingelegt. Jetzt müssen wir die zwei Kabel noch verbinden, aber bevor ich das mache, müssen hier Batterien rein, die waren leider nicht in der Verpackung mit dabei. Jetzt müssen noch hier Batterien rein, mache mal auf zu sehen. Gut. Ich habe hier Duracell Batterien und da gehen 4 Batterien rein. Man kann nichts falsch machen, da ist sehr schön eine Zeichnung drin, wie genau man die Batterie einsetzen muss. So, jetzt schließe ich wieder mal diese Box. So, das sieht gut aus. Jetzt probiere ich das Ganze mal unten anzuschließen noch. Ich schließe zuerst das Kabel noch an, bevor ich das Ganze in die Box stelle. Diesen kleinen Halter. Okay, das wäre eigentlich jetzt schon alles. Ich denke mal, ich kann das Wasser mal vorsichtig aufdrehen, um zu sehen, ob alles dicht ist. Das Kaltwasser noch. Also, so sieht es jetzt fertig angeschlossen unten aus. Ist eigentlich nichts Spezielles, ist wie bei einem normalen Wasserhahn, bis auf diese kleinen Elektronen. Oben sollte das eigentlich so funktionieren, wenn ich jetzt hier das Wasser aufmache, kommt kein Wasser. Wenn ich aber mit der Hand irgendwo rangehe, sollte das Wasser jetzt fließen. Das möchte ich jetzt gerne probieren. Ich mache mal eine Probe, mache hier das Wasser auf. Funktioniert. Auszugsbrause funktioniert auch. Probiere ich noch, wenn jetzt irgendwas schief gehen sollte, ob das Wasser dann so zugeht. Ja, ist perfekt. Und man kann den Hahn quasi ohne Elektronik auch wieder benutzen. Ich habe eine super Erfahrung gemacht mit dieser Armatur, bis auf diesen Handschuh und das Teflonband, das man natürlich immer wieder benutzen kann, habe ich nicht gebraucht, da ich eine Gummidichtung unten hatte. Mit der Armatur bin ich sehr, sehr zufrieden und
Das funktioniert wirklich perfekt, muss ich sagen. Hat jetzt auch nicht so eine gute Qualität erwartet für diesen Preis, aber wie gesagt, bin sehr, sehr zufrieden. Ein Link mit dem Produkt befindet sich unter dem Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch wieder gefallen. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Mal.